Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 1.1.2017. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also wenn nicht, dann halt nicht. Und zwar habe ich mir für das neue Jahr oder für das kommende Jahr eigentlich ein Community-Projekt überlegt, was über das ganze Jahr geht. Und das möchte ich euch in diesem Video mal erklären bzw. näher bringen. Und zwar nenne ich das, also ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es nennen werde, aber ich schätze mal Community D-Lore soll das Projekt nennen, also werde ich es nennen. Und zwar geht es in diesem Projekt, dass wir in diesem Jahr 2017 sozusagen gemeinsam zur Dragon Lore hinarbeiten. Und falls wir wirklich schaffen, dass wir eine Dragon Lore, also dass wir gemeinsam eine Dragon Lore erreichen, wird die dann am 31.12.2017 vergiveawayed. Nur, also ich erzähle euch jetzt mal, wie ich mir das vorstelle. Ich habe hier mal die ganzen Cobblestone-Skins von diesem Account. Die, und also, ich muss ja auch sagen, ich habe mich ja nicht wirklich vorbereitet jetzt auf das Video, weil ich habe ja noch ein paar Cobblestone-Skins auf meinen anderen Accounts und ich wollte auch noch eigentlich meine Mates alle fragen, ob die mir ihre Cobblestone-Skins geben. Aber egal. Ich habe hier halt mal Cobblestone-Skins. Ich werde die halt immer weiter contracten, bis wir zum Beispiel, also von grau auf hellblau, von hellblau auf blau, von blau auf violett und so weiter und so fort. Also ihr kennt euch ja damit aus, schätze ich mal, wie das mit dem Contracten abläuft. Und zwar bräuchte man zum Beispiel vom grau auf die Drangler 100.000 graue Skins, was aber sehr viel ist. Also 100.000 Skins, auch wenn das nur graue Skins sind, das ist heftig viel. Da dachte ich mir das Ganze halt als Community-Projekt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Cobblestone-Skins habt, die ihr nicht braucht, oder was ihr halt immer am Mittwoch, ist ja Drop Day, wenn ihr da eine Cobblestone-Skin gedroppt bekommt, könnt ihr mir die offern. Ich werde den Trade-Link in die Kommentare schreiben. Also erster Link, schätze ich mal. Da könnt ihr halt dann die Skins hinoffern. Und dann werde ich, glaube ich, einmal monatlich oder je nachdem wie viele Skins ich halt immer geoffert bekomme, ein Video dazu machen, wo ich halt zeige, wie ich die ganzen Skins contracte, wo man halt auch sieht, wie weit wir schon sind, was wir für Skins jetzt schon haben, also wie weit wir oder was noch fehlt zur Dragonlore. Und ja, falls wir es nicht zur Dragonlore schaffen, zwar dann nur bis zur Night oder so, dann wird halt am 31.12. die Night vergeben, oder wenn wir 7 Handcannon, also die Handcannons haben, dann werden die 7 Handcannons vergiveawayed, beziehungsweise würde ich dann, glaube ich, die 7 Handcannons zu einer Knight hochtraden oder so. Mal schauen. Ey Mann, ich nehme gerade auf, bestimmt. Ich glaube, ja, also, aber die Souvenir-Skins, die gehen nicht, also die kann man nicht contracten. Es gehen nur mit den stinknormalen Kabel-Skins. Und das ist halt egal, ob ihr mir dann graue opfert oder wenn ihr zum Beispiel hellblaue habt oder sogar blaue. Scheißegal, ich freue mich über jeden Skin. Denn, ja, so habe ich jetzt zwei Pfeile. Gemeinsam halt zur Wrangler, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Also, es war jetzt relativ, ja, unvorbereitet, aber ihr solltet euch eigentlich auskennen. Also, es ist ja ein easy Thema. Ich werde hier auch gleich mal die, viele Skins habe ich hier, E-Mails ziehen. Will ich gleich auf die, den ersten Contract machen. Na gut. Entschuldigung Leute. Ich werde dann, wenn ich sage, einmal die Videos einmal monatlich machen. Oder wenn ihr, wenn ich öfters, also mehr Skins bekomme, weil ich habe ja auch nicht unendlich viel Platz im Inventar, dann werde ich das zweimal im Monat machen. Aber je nachdem, was ich halt immer geoffert bekomme, sind die alle viel zu das. Anscheinend. Was schreibe ich hier? Die Lore. Hey, die hat die Fresse. Projekt. So. Und dann haben wir auch schon mal den ersten Hellblonskin. What the fuck?
Wieso ist der FN? Die waren ja alle. Achso, dann hat die Mac 7 eine andere Float. Okay. Egal. Auf jeden Fall. Falls Fragen sind, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne. Und ja, dann würde ich auch sagen, das war's. Aber über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wie gesagt, Fragen jederzeit erwünscht. Ich beantworte sie euch gerne. Und abonniert rein, weil das Giveaway ist ja dann nur für Abonnenten. Also ja, ihr wisst halt Bescheid, wie das dann ablaufen wird. Beziehungsweise werde ich dann die nächsten kommenden Videos halt auch immer wieder mehr erklären. Oder falls es neuere Informationen gibt, werde ich sie ja dann da auch erzählen. Ansonsten, ja, wie gesagt, das war's dann auch für heute und dann ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.